Hallo! Ja, ich wollte noch kurz ein Video machen. Und zwar, ihr seht, ich bin hier noch in meinen Skikleidern. Ein bisschen ein Abdruck von der Skibrille habe ich mittlerweile auch schon. Ja, ich habe ja heute früh eine Inspiration gepostet, die ich bekommen habe. Und zwar diese drei Heilabende. Was hat es damit auf sich? Also, ich möchte tatsächlich diese Leute einladen, die auch auf der Suche nach der Heilung sind, oder so wie ich. Was ist die Heilung? Wo kommt die Heilung her? Wie entsteht die Heilung? All das, damit habe ich mich ja auch schon ewig beschäftigt. Habe auch verschiedene Heilausbildungen schon gemacht. Die ganze Ausbildung von Reconnective Healing von Dr. Eric Pearl. Dann habe ich gemacht Theta Healing. Und dann bin ich jetzt noch in der Instant Change Ausbildung, in der sogenannten Instant Change Ausbildung gewesen. Ja, weil ich halt einfach auch immer für mich noch weiter gesucht habe, worum geht es bei Heilung, oder? Was ist denn wirklich dran? Wie wichtig, wie brauche ich einen anderen Menschen? Oder genau, ich war ja auch noch auf zwei Dr. Joe Dispenza Retreats. Einmal war ich auch Healee, also jemand, der geheilt wurde. Und beim letzten Retreat in Mallorca war ich dann Healer. Also ich hab das Thema Heilung von so vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet und vor allem auch für mich betrachtet und angewandt. Und war auch bei vielen Heilern selber auf meiner Reise. Alles Mögliche, Geistheiler, christliche Heiler, Theta-Heiler, genau, alles Mögliche habe ich ausprobiert. Wirklich, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Auch bevor ich wirklich so schlimm krank wurde, hatte ich ja immer irgendwie Rückenweh. Rückenweh hatte ich eigentlich mein ganzes Leben lang, war irgendwo immer ein bisschen eingeschränkt, habe ich nie so wirklich fit gefühlt, mal mehr, mal weniger. Ja, und war aber immer überzeugt, dass Heilung einfach stattfindet und dass Heilung der Normalzustand ist, dass wir heil sind, oder dass wir fit sind, dass wir in Ordnung sind, dass uns nichts fehlt. Irgendwie wusste ich das ja immer, deswegen habe ich ja auch diesen Weg eingeschlagen und habe mir im klassischen Sinne, Hallo Maria, nicht helfen lassen bei meiner Heilung, obwohl ich natürlich schon auch Hilfe gesucht habe, aber immer irgendwie relativ schnell gemerkt habe, irgendwas stimmt doch da nicht. Es kann doch nicht sein, dass irgendjemand anders mich fixen kann, mich in Ordnung bringen kann und ich selber kann nichts für mich tun. Ich bin immer ausgeliefert, ich bin immer fremdbestimmt. Und ja, ich habe wirklich die Heilung erst gefunden in mir selber. Und das ist auch das, was ich immer geglaubt habe. Es kann doch nicht sein, dass es der Gedanke ist, dass wir Menschen voneinander abhängig sind. Das habe ich nie verstanden und es wird einem noch immer irgendwie suggeriert, du bist von Ärzten abhängig, du bist von Therapeuten abhängig, gibt es gute Ärzte, gibt es gute Therapeuten. Was macht denn letztendlich die Heilung? Und eine Geschichte ist mir auch im Hinterkopf geblieben, da gibt es ein Interview von Dr. Joe Dispenza, wo er sich auch auf eine Umfrage bezieht, wo er Leute gefragt hat, die Heilung erfahren haben von sogenannten unheilbaren Krankheiten. Und diese Menschen haben alle gesagt, irgendeine unbekannte Kraft hat diese Heilung eingeleitet, bewerkstelligt, was auch immer, wie du es nennen willst, mir fällt überhaupt auch das Wort, oder? Weil es eben auf diese Art und Weise gar kein Wort gibt. Es gibt keine Worte. Es ist alles nicht hier auf dieser materiellen Ebene.
Und da einzusteigen, wo wirklich Heilung ist, wo der heile Mensch ist, wo Manifestation ist, wo Materie ist, was auch immer, was Heiler denn so machen, wenn sie heilen und warum andere mich heilen können und ich nicht ich selber, warum ich woanders hinrennen muss, um Heilung zu erfahren. Wieso kann jemand anders mich heilen? Viele sind ja auch noch der Meinung, Dr. Joe Dispenza heilt die Leute. Und niemand heilt irgendjemand anders. Das weiß ich mittlerweile ganz, ganz sicher. Jeder heilt sich selber. Aber wie kommt es zu der Heilung und was trennt ihn? Was trennt einen nicht? Ja, was trennt einen von der Heilung und was verbindet einen mit Heilung, mit Heilsein? Ja, das sind alles diese Fragen. Wenn wir schauen auf körperlicher Ebene, geistige, seelische Ebene, all der Schmerz im Körper ist ja seelischer Schmerz, der seelische Schmerz, den wir uns bereiten, ich sage extra, den wir uns bereiten. Klar kommt es einem vor, dass andere einen dem zufügen, aber wenn du genauer hinschaust, wird dir eben kein Schmerz zugefügt. Aber diese ganzen Perspektiven geordnet zu kriegen und klar zu kriegen, das ist mal ein Teil von Heilung. Und das andere, was ich an diesen drei Heilabenden mit euch machen möchte, ist euch eben meinen Ansatz der Heilung respektive der Selbstheilung zu zeigen. Und ich möchte tatsächlich, deswegen mache ich es auch nur per private Nachricht, Leute dabei haben, die tatsächlich einen Unterschied merken wollen an sich. Ja? Ich will das echt testen, ob das, was ich jetzt für mich aus all diesen verschiedenen Heilansätzen, Heilverständnissen, das, was ich mitgenommen habe, was es tatsächlich bewirken kann. Das will ich wissen, das will ich testen. Ich habe schon viele Sachen natürlich ausgetestet, aber ich möchte jetzt quasi nochmal drei Abende hintereinander die Leute, die wirklich etwas haben, was sie so beeinträchtigt, was ihnen nicht erlaubt, ein sogenanntes normales Leben zu führen, was sie beschränkt, ja. Das, ihr seht schon in diesen Worten, die ich wähle, das ist ja nur eine Auswirkung. Eine Auswirkung, beschränkt zu sein, nicht vorwärts zu kommen, im Mangel zu sein, traurig zu sein oder was haben wir noch gehabt in dieser Umfrage, was war noch das große, eben dieser Körper. Ja, und das möchte ich gerne mit euch machen am Freitag, am Samstag, am Sonntag und am Montag, drei Heilabende, wie ich es gepostet habe. Jeweils gut wäre es, wenn ihr an allen drei dabei sein könntet. Schreibt mir einfach eine private Nachricht, dann gebe ich euch das Zoom-Login. Ich habe schon einige bekommen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, das wird grandios werden. Und eben wie gesagt, wenn du glaubst, dass Heilung durch jemanden bei dir initiiert oder ausgelöst wird, dann werde ich dir diese Annahme nicht bestätigen, sondern ich werde dir das bestätigen, dass alles von dir, in dir, um dir herum ist und dass du nichts und niemanden brauchst, um all das heile Leben, körperlich, geistig, seelisch, mental, materiell zu haben, sondern dass du alles machen kannst, wenn du weißt, wer die Dinge tut. Weil es ist diese göttliche Heilkraft, die uns hier auf die Welt gebracht hat, die göttliche Heilkraft, die Power hat, auf die wir Zugriff haben unter den richtigen Voraussetzungen. Ja, also jeder hat Zugriff, aber wir greifen nicht zu, weil da noch Vorstellungen sind, die uns eingetrichtert worden sind, die uns sozusagen den Zugriff versperren. Das möchte ich mit euch wegpacken und dann interessiert es mich ganz, ganz großartig,
was wir in diesen 3 Tagen bewerkstelligen können, was langfristig bewerkstelligt werden kann, weil oftmals, ich habe ja selber bei diesen Heilsessionen, kommst du raus und sagst so, oh, wie toll und ja, ich fühle mich so richtig gut und da ist sicher was super Tolles passiert. Und weil du aber in diesem Raum nicht bleibst, in dieser Idee nicht bleibst, die dir die Heilung vermittelt, verpufft es sozusagen relativ schnell. Also das braucht für mich, Heilung braucht wirklich ein Einbetten. Es müssen deine Emotionen eingebettet werden, es muss dein Denken eingebettet werden, es muss deine komplette Vorstellung, es muss deine ganzen Perspektiven müssen eingebettet werden in ein heiles Sein. Weil wenn irgendetwas wieder abhaut, dann versaut's dir das Ganze. Ja, bin gespannt, ob ihr das versteht, was ich euch da mitteilen wollte. Wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall rein. Aber bitte, bitte, bitte nur die es wirklich ernst meinen und die echt erreichen wollen in diesen 3 Abenden. Klar, ihr nehmt euch nicht 3 Abende Zeit für einen Blödsinn, davon gehe ich nicht aus. Deswegen freut es mich, es haben sich schon viele angemeldet und ich bin mega, mega gespannt, was dabei rauskommt. Wer auch immer zugeschaut hat, ich habe ein paar Zahlen gesehen. Ich danke euch, ich weiß nicht, wer es war, deswegen konnte ich euch auch nicht begrüßen. Und ja, freue mich riesig auf das verlängerte Wochenende im Thema Divine Healing Power mit euch. Bis dann, tschüss.